Der Abschied von der Deutschen Mark war für viele von euch und viele andere Menschen in Deutschland sicherlich ein Ereignis, was man mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge gesehen hat. Und viele Deutsche erinnern sich ja sogar heute noch wehmütig an das Zeitalter der Deutschen Mark zurück. Im Jahr 2001 hieß es ja, endgültig Abschied nehmen von der Deutschen Mark. Und die Bundesregierung hat damals den Abschied von der deutschen Währung den Münzensammlern und vielen Menschen in Deutschland ein bisschen versüßt oder leichter gemacht, indem eine ganz besondere Münze geprägt wurde. Und diese Münze ist für mich ganz persönlich ein absolutes Highlight und aus meiner Sicht eine der besten Münzen überhaupt, die aus Deutschland jemals geprägt wurden, weil sie einfach einen so unfassbar hohen Symbolcharakter hat. Die Rede ist von der Goldmark, die im Jahr 2001 geprägt wurde, mit einem Gewicht von 12 Gramm und einer Auflage von 1 Million Stück. Ich persönlich kann mich gut an die Zeit damals erinnern, als diese Münzen bei Banken und Sparkassen ausgegeben wurden. Es bildeten sich teilweise lange Schlangen vor den Geldhäusern und es war richtig schwierig, an eine solche Münze heranzukommen. Der offizielle Ausgabepreis lag damals bei genau 250 Mark oder ungefähr 127 Euro. Und wenn man sich anguckt, wie sich der Goldpreis seitdem entwickelt hat und eben auch der Wert für eine solche Goldmark, der hat sich seitdem vervielfacht. Und aus meiner Sicht ist dementsprechend die Goldmark als Abschied von der Deutschen Mark und auch weil es die erste Goldmünze der Bundesrepublik war, hat diese Münze einfach einen ikonenhaften Charakter und sollte in keiner Sammlung von deutschen Münzen fehlen. Ganz nebenbei bedeutete diese Münzenserie auch den Auftakt für Goldmünzen aus der Bundesrepublik Deutschland. Das war nämlich jahrzehntelang ein absolutes Tabu. Ursprünglich hat man ja schon überlegt, in den 70er Jahren zu den Olympischen Spielen Goldmünzen rauszugeben. Das ist damals aus juristischen Gründen hat das nicht funktioniert. Und auch für diese Goldmark mussten damals die Gesetze geändert werden, weil die Bundesbank eben bis zum Jahr 2001 gar keine Goldmünzen prägen durfte. Glücklicherweise wurde diese Münze damals von Münzensammlern und von Millionen Menschen in Deutschland mit Kusshand aufgenommen und hat sich zu einer wirklichen Ikone entwickelt und hat dementsprechend auch den Weg geebnet für die Münzprägung von Goldmünzen in Deutschland, die ja inzwischen auch in Hülle und Fülle genutzt wird. Nicht nur durch die halben Unzen mit einem Nennwert von 100 Euro, es gibt inzwischen auch Viertelunzen und Achtelunzen, also alles, was das Goldmünzen Sammler- und Anlegerherz begehrt in jeglichen Preisklassen ist da für jeden etwas dabei und man kann so sein Geld in Gold anlegen und gleichzeitig sich eine attraktive Münzensammlung aufbauen.